Pitschi, ich hab dich fast nicht wiedererkannt. Irgendwie siehst du anders aus. Schreibst du für Klatschpresse? Der Bart ist ab. Noch die Fragen, ja. Ja, ich muss auch manchmal in die Klatschpresse rein, es nützt ja nichts. Ja, ja. Wie kam's dazu? So halt. Einfach hast gesagt, muss jetzt zum Ende der Rohrtour her. Genau. Muss also was verändert werden. Lahti, 15. Platz, das kann nicht so weitergehen. Aerodynamic, weißt du? Ja, ist klar. Stand vorm Spiegel, hab gesagt, okay, ab. Und hab kurz gedacht, ob ich mich wiedererkenne, aber es ging noch. Aber steht dir auch gut. Danke. Richie, bist ja immer noch auf Platz 2 im Gesamtweltcup. Jetzt geht's ins große Finale Raw Air Tour, dann nochmal Planica. Allerdings kam ich doch, hat den Lahti gezeigt, dass er auch nicht ganz so schlecht drauf ist. Geht noch was? Ich denke schon, also Kami ist in einer bestechenden Form, brauchen wir gar nicht reden. Er hat es jetzt über Wochen gezeigt, auch auf verschiedensten Chancen beim Skifliegen. Also von dem her ist er auf jeden Fall der Top-Kandidat jetzt für die Tour. Aber wir haben zum einen ein sehr, sehr starkes Team und ja, ich freue mich tierisch drauf. Hatte ein gutes Training nochmal zu Hause, zwar nicht auf der Schanze, aber einfach ein gutes Gefühl geholt. Und ja, ich bin bereit, freue mich heute aufs Training. Conditions sehen gut aus, von dem her, ja, let's go. Du hast angesprochen, Team ist ja auch noch was offen ist, also die Norweger sind knapp vor euch und da wollt ihr natürlich auch Punkte gut machen. Ist das auch so ein Ansporn nochmal im Team, das beste Team zu sein, also das auch noch zu holen vielleicht? Ist auf jeden Fall ein Ansporn, also die Norweger haben klar jeden Teamwettbewerb, außer den jetzt in Lahti dominiert, das muss man einfach sagen. Und wenn man dann sozusagen am Schluss das Schüppchen schlagen kann, dann wäre es schon ganz cool. Cool, also dann viel Glück erstmal für die Royal Tour und dann natürlich für das große Finale. Danke dir und schöne Grüße an die Mannschaft. Danke, richtig aus.